Ja, hallo liebe Leute, zur 7. Folge Victoria 3. Und nein, nicht mit Japan. Ich habe, es hatten sich diverse Leute nochmal ein Roundup der Multiplayer-Runde bei Gaius gewünscht. Ich habe mir leider nach dem letzten, also das ist dieses Safe-Game. Ich kann hier nichts, ich traue mich hier gar nicht was zu drücken, weil wir haben in der Multiplayer-Runde auch auf 1.5.1.3 gespielt, der Version. Weil wir mit der halt begonnen hatten, bevor 1.6 kam. Und wir deswegen dann immer zurückgerollt haben, damit wir nicht, also in der Multiplayer-Runde die Spielversion umstellen. Das ist meistens keine gute Idee bei über 20 Spielern. Deswegen habe ich das Savegame jetzt trotzdem reingeladen, ohne mein Victoria zurückzurollen. Und ich habe die Mod nicht drin, die da benutzt wird. Und ich habe irgendwelche DLCs nicht. Ich glaube, wenn ich hier die Pause wegmache, knallt mir das Spiel um die Ohren. Das heißt, wir gucken einfach nur kurz drauf. Das war nach der vorletzten Runde. Ich habe mir nach der Finalrunde leider kein Savegame mehr gezogen, weil die Runde ja dann fertig war. Aber ich kann hier noch kurz zeigen, wie es eigentlich stand. Uns ging es eigentlich ganz gut. Wir waren in den Top 10 in der vorletzten Runde auf der Welt. Wir haben hier einen ganzen Block, also fast ganz Dainam und ein Stück von Siam bekommen. Das haben wir quasi dem Chinesen weggerissen. Also dieses ganze Stück hier, was jetzt aufgeteilt ist zwischen mir und den Vereinigten Niederlanden, das war alles chinesisch. Das haben wir dem Chinesen rausgerissen. Friedlich tatsächlich, also er hat sich gegen den Krieg entschieden, er hätte ansonsten gegen Deutschland und Großbritannien das Ganze verteidigen müssen, die mich hier unterstützt haben. Das hat er nicht gewollt, das hat er einfach abgegeben. Im Gegenzug gab es einen Friedensvertrag, dass ich hier nicht weiter nach Norden expandiere und dass wir in Zukunft die Finger voneinander lassen. Und dafür habe ich diesen ganzen Block hier von ihm bekommen. Ja, und viel mehr ist tatsächlich gar nicht passiert. In der letzten Runde gab es dann einen riesen Weltkrieg in Europa. Man sieht es hier noch. Italien ist gerade dabei, die Schweiz einzunehmen. Das war Beginn der letzten Runde. Also man sieht hier, der Italiener ist hier schon zu 50% drin. Die Schweiz war ein Dominion oder eine Marionette des Deutschen Kaiserreiches. Also meinem Marktanführer. Ich war ja im deutschen Markt. Und als er die Schweiz annektieren wollte, ist der Franzose reingegangen, hat das verhindert, zusammen mit dem Italiener. Und jetzt hat sich im Nachgang der Italiener die Schweiz geholt. Das hat dem Deutschen nicht so gepasst. Und deswegen gab es dann nochmal am Ende einen ziemlich fetten Krieg, der ziemlich aus dem Ruder gelaufen ist. Also Deutschland wollte gar nicht die Schweiz zurückhaben. Deutschland wollte Polen haben, also dieses russische Stück, was hier nach Deutschland reinragt, also Kleinpolen, also Großpolen, Kleinpolen und Masowien, diese drei Ländereien, wollte der Deutsche haben. Und der Niederländer hat gesagt, hey komm, ich mach mit, weil Russland und Frankreich hatten ein Bündnis, weil die wären sowieso immer beide drin gewesen. Das heißt, der Deutsche hätte immer einen Zwei-Fronten-Krieg, ne? Und der Niederländer hat gesagt, hey komm, ich mach mit, ich will nämlich von Frankreich die französische Niederlande haben hier, dieses Stück, ne? Ich mach mit. Und dann hat der Österreicher gesagt, na komm, wenn der Franzose mitmacht, dann geht der Italiener 100 pro auch rein, weil der Italiener war auch verbündet mit dem Franzosen, ne? Dann komme ich als Österreich auch noch rein für Venetien vom Italiener, ne? So war der Plan, genau. So, und der Brite hat gesagt, komm, ich unterstütze den Deutschen, und die USA hat gesagt, komm, ich unterstütze den Deutschen auch, ne? Also das war eine ziemliche Übermacht. Wo der Krieg relativ schnell gelaufen wäre. Also der Amerikaner, zu dem Zeitpunkt hat er noch 600 Bataillone, der hatte in der letzten Runde nochmal deutlich mehr. Genau. Und dann ist es aber so gekommen, als der Krieg gestartet wurde, hat die Orga des Spiels plötzlich gesagt, nee, das geht so nicht, ne? Das ist nicht fair. Das sind zu viele Großmächte auf der einen Seite. Der Brite muss auf die französische Seite, damit es fair ist. Und dann ist nicht nur der Brite der französischen Seite gejoint, auch der Brasilianer hat sich dann noch der französischen Seite angeschlossen. Und am Ende war das ein Krieg bestehend aus Deutschland, Österreich-Ungarn, den Vereinigten Niederlanden, zusammen mit ihrem Protektorat natürlich, den niederländisch East Indies, den Japanern, also mir, und den Amerikanern
gegen Frankreich, Russland, Großbritannien, Italien und Brasilien. Spanien hat nicht mitgemacht und die hier im Osten, hier Persien, Byzanz auch nicht. Der Skandinavier hat noch mitgemacht auf Seiten des Deutschen, weil er auch im deutschen Markt ist, genau. Also ein Riesenweltkrieg um Polen und um die französischen Niederlande. Und die Gegenseite hat es ganz klug gemacht. Die Gegenseite hat halt nur Kriegsziele gegen Deutschland reingenommen. Und dann war es quasi eine Schlacht auf Zeit. Da sind dann nach und nach sind immer mehr Leute rausgeflogen. Ich glaube, als erstes ist der Skandinavier rausgeflogen. Danach, ich weiß es gar nicht mehr. Es sind häppchenweise immer weiter die Leute rausgeflogen. Aber in dem Moment, als der Brite rausgeflogen ist auf französischer Seite, haben die Deutschen zusammen mit den Amerikanern und den Vereinigten Niederlanden den Krieg tatsächlich noch gewonnen. Also mich hat es dann auch irgendwann mal rausgehauen. Japan war irgendwann mal kurzzeitig vom Brasilianer besetzt. Weil wenn du mit einer japanischen Flotte hier um die ganze Welt rumfährst, um ganz Afrika, um hier hinten mitzumischen in Europa, und der Brasilianer fährt dann hier rüber den kürzeren Weg und macht eine Marineinvasion, da kommst du nicht mehr rechtzeitig zurück. Ne? Und ich konnte die Invasion nicht verhindern. Ich kam erst zurück, als sie schon gelandet waren. Aber wir haben Japan zurückerobert dann vom Brasilianer. Aber am Ende bin ich auch irgendwann rausgetickt, weil es gegen mich keine Kriegsziele gab. Und sie haben den Krieg dann am Ende aber tatsächlich gewonnen und haben französisch Niederlande bekommen und haben Polen bekommen. Und das war im Prinzip die letzte Runde. Also da hat es ziemlich, ziemlich gescheppert nochmal. Da war richtig was los. Ich habe euch die Hälfte der Länder unterschlagen, merke ich gerade, weil die British East India hat natürlich auch mitgemacht, wenn der Brite drin ist. Und der Chinese hatte auch mitgemacht. Der Chinese stand nämlich auf deutscher Seite. Es gab hier eine riesige Front, Russland, China. Also es war die ganze Welt, war im Krieg, ja. Guckt euch, wenn ihr wollt, guckt euch das VOD bei Gaius an von der letzten Runde. Ich glaube, das ist sehr sehenswert, weil er war ja als Hauptkriegsteilnehmer. Gaius hat ja die Vereinigte Niederlande gespielt mit der Forderung nach französisch Niederlande. Er war da ja voll drin im Krieg, viel mehr als ich. Guckt euch das VOD von Gaius an. Es lohnt sich, glaube ich, wirklich für die letzte Runde. Und danach war fertig. Es startet jetzt am 2. April eine Sonderrunde. Für die habe ich mich auch wieder angemeldet. Diesmal habe ich mich eingetragen für Großbritannien, Russland, Spanien, die britische East Indie und noch irgendwas, was ich jetzt vergessen habe. Persien, glaube ich. Ja, mal schauen, was es wird. Ja, ich gucke mal, ob ich dieses Mal das dann ein bisschen besser euch präsentieren kann, als jetzt so. Ich überlege mir da was. Genau. Aber so viel zum Roundup zu unserem Japan-Multiplayer. Wie gesagt, guckt euch das VOD bei Gaius an, das lohnt sich garantiert, da war richtig was los. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rüber in unser eigentliches Safe-Game und kümmern uns um die King. So, hier sind wir. Kurzer Roundup, jetzt muss ich mich erst sortieren, weil das Spanien-Ding ist um, jetzt geht uns Blei aus. Aber haben wir nicht Bleiminen gebaut? Oh, das muss ich jetzt als erstes gucken, Moment. Kingisch West Borneo hat 2 Bleiminen. Ja, das ist aber nicht genug, ne? Habe ich Bleiminen in der Bauliste? Irgendwo? Sieht nicht so aus, ne? Habe ich irgendwo Bleiminen gebaut? Nicht wirklich, ne? Habe ich das komplett vergessen? Na, das sollten wir aber als erstes tun. Wo wird denn das Blei verbraucht aktuell? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Wir haben Saldo plus 75. Ah, die Glashütten. Ja, aber 0,08 zu 0,52. Was ist das denn? Was ist das denn? Hä? Moment. Welche Glashütte? Ah, es gibt hier Glashütten, die mit Bleiglas arbeiten. Die stelle ich zurück auf Waldglas. Dann ist das Problem nämlich weg. Okay. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Frankreich hat eine Importroute erstellt, die Glas aus unserem Markt nach Frankreich. Also wie sie alle bei uns die Sachen holen. Das ist aber völlig in Ordnung. Können wir vielleicht irgendwann umstellen auf Bleiglas? Können wir vielleicht die Bleiminen gleich in Auftrag geben? Was kostet denn das? Wir brauchen 422 Blei. So, dann gucken wir doch gleich mal rein. Wir haben doch hier in der Zungerei haben wir doch 36 Bleiminen. So, wenn mir jetzt jemand sagt, wo das ist. Oder in der inneren Mongolei, da haben wir ja festgestellt, da ist auch jede Menge Infrastruktur. Das ist eigentlich ziemlich gut. Und so eine Bleimine erzeugt wie viel Blei? 20, das ist nicht viel, aber wir haben ja schon die atmosphärische Dampfmaschine.
dann sind es mehr. Na, ich würde mal so... Ja, komm, wir bauen mal so 10 Stück. Wo ist denn die Zungerei, bitteschön? Hier oben. Was hat's denn hier so? Ah, immerhin 50.000 Bauern. Na komm, dann bauen wir hier 5 und machen in der inneren Mongolei 5 weg. Ist zwar jetzt eigentlich nicht sinnvoll wegen dem Skaleneffekt, aber okay. Verteilen wir es ein bisschen wegen der Qualifikation. So, und dann hatte ich letztes Mal ein Event hier unten übersehen. Da bin ich darauf hingewiesen worden in den Kommentaren, dass ich King destabilisieren würde. Aber der Fortschritt bei der zerbrechlichen Einheit steht immer noch bei 0. Also da hat sich's nicht ausgewirkt. Ich kann euch nicht genau sagen, was das bedeutet hat. Ich habe es dann gesehen, als ich den Kommentar gelesen habe, habe ich auch nochmal in das Video reingeguckt und man hat es gesehen kurz vor Ende. Als ich euch erzählt habe, was ich vorhabe für die nächste Folge, habe ich dieses Fenster hier rechts unten übersehen. Es war kein richtiges Event, das war nur so eine Meldung hier unten. Könnt ihr nochmal gucken, zwischen Minute 54 und 55. Weiß ich nicht mehr, was das war. Kann es euch nicht sagen. Ich sehe jetzt zumindest nichts, was uns da irgendwie trifft. Ne? Also auch hier sieht noch alles gut aus. So, ansonsten. Handfeuerwaffen und Artillerie ist teuer. Da müssen wir vielleicht mal was tun. Und wir müssen, okay, die Marktzugriffe in Borneo, die schmeiße ich mal weg. Und in Shutsu haben wir ja schon Eisenbahnen in Auftrag. Okay. Und Frankreich erstellt die nächste... Oh, Frankreich importiert dafür jetzt Handfeuerwaffen. Das wollen wir eigentlich nicht. Ich würde sie gerne selber herstellen. Wo habe ich die denn letztes Mal gebaut? Hier, guck mal. Und da kommen auch 2 Eisenbahnen. Da hat es auch eine Kanonengießerei. Vielleicht baue ich nochmal 5 und 9 Kanonengießereien. Bauen wir hier mal unsere Waffenindustrie auf in Shuzhou. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. So, Gesetzesdebatte erfolgreich, wieder 10% drauf. Wir sind immer noch in der ersten Phase, stehen aber mittlerweile bei 41% Erfolg und 22% Vorankommen, was beides gut ist, was in Summe schon 63% gibt. Das ist eigentlich sehr gut. Und die restlichen 37% sind Debatte. Müssten wir heute durchkriegen, denke ich. Das passt dann schon. So, da kommen Eisenbahnen. Genau, in Shuzhou und in Sichuan. Etliche. Ach nee, das sind dann Kohleminen. Okay, für Kohle. Ja, wir müssen für Geld sorgen. Also das wird jetzt allmählich. Ein paar Schulden können wir machen. Wir haben schon 2,5 Millionen Schulden. Aber nicht zu viele. Wir werden nach dem Backpulver, genau, wir kriegen dann das Bankwesen, das erhöht natürlich unseren Gelddruck, das ist schon mal gut. Und danach gekommen war die Zentralarchive, das ist schon aus Besteuerungskapazitätssicht sehr gut für uns. Oh, Großbritannien will Siam erobern. Das finde ich aber gar nicht gut. Staat erobern gegen Siam, was wollen sie denn haben? Tenasserim. Das ist... Oh Gott, was ist denn das? Das ist das hier unten. Siamesisch Malia. Das ist das da, also diese Landzunge hier unten. Bangkok wollen sie erobern. Das wäre das da. Und Chiang Mai übertragen. Das ist das da. Okay, das Interessanteste, also das Filetstück hier mit Nakhon Ratchasima, lassen sie lustigerweise weg. Das irritiert mich etwas. Wir wollen, wobei Bangkok auch ziemlich gut ist. Naja, und sie haben wahrscheinlich auch Unterstützung der East Indie. Moment. Naja, um Gottes Willen, guckt euch das an. Ja, da kann ich leider nicht helfen. Auch wenn ich gerne würde, weil ich das Zeug gerne gehabt hätte da unten. Aber ja. Ich denke, wir werden, wenn der Brite jetzt beschäftigt ist, werden wir Korea annektieren. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Es können sowieso bloß Großbritannien und Russland rein. Und die interessieren sich für beide Seiten nicht. Das heißt, wir gehen da rein und werden uns um Korea kümmern. Werden die mal einsammeln und inkooperieren. Dann bezahlen die auch schön Steuern. Und dann haben wir diese ganzen Tributgeber und Vasallen mal weg. Das ist schon mal ganz gut. So. Derweil bauen wir noch, der Agrarismus läuft. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus, soweit. Wir sind auf 43, das ist völlig in Ordnung. Damit müssten wir eigentlich gut leben können. Wir können lustigerweise den Russen beeinflussen.
Das heißt, sollte der Brite da. Was will der Russe haben dafür, dass er reingeht? Lass mich mal gucken. Ah, mit einer Verpflichtung. Oder seine russischen Staaten wahrscheinlich, oder? Ja, Kingisch-Tomsk will er. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Wenn wir damit den Russen jederzeit reinholen können, dann kann er hier oben Kingisch-Tomsk haben. Das ist dieses Fitzelchen hier. Das kann er haben. Das kriegt er sofort geschenkt. Da hat 16.000 Bauern. Das ist also geschenkt, ja. Das kann er sofort haben. Das ist gut zu wissen, weil wenn du dafür den Russen immer gleich mit reinkriegst, das ist eine feine Sache. Jetzt gucken wir erstmal. Hier ist ein Aufstand. Das interessiert uns aber nicht. So, 63 Truppen haben sie dahin gekarrt. Und die bestehen hauptsächlich aus Linieninfanterie und Lanzenreitern. Die sind schon nicht schlecht, ne? Also da werde ich ein bisschen mehr mobilisieren müssen tatsächlich. Also die haben 26 Defensive. Die werden wir aushungern müssen. Also über klare Mannstärke. Warum steht hier zu viele? Das macht gar keinen Sinn. Achso, wegen der... Ja, das ist okay. Aber den Mali kriegen wir nicht, solange wir nicht einberufen. Von daher passt das. Gut. Dann ran. An die Front. Wir bringen auf jeden Fall mal 180 Mann hier rüber. Ich glaube, das ist schon gut. Oder 240. Sicher ist sicher. Kommt ran. Einfach damit das sicher ist. Wir werden jetzt die Steuern mal ein bisschen erhöhen und die Militärgehälter hochstellen. Dann bringen wir die Mannen hier mal ran. So, der beste Offensivmensch wird angreifen. Er schon mal nicht. So, das ist das Backpulver. Das ist super. Ihn habe ich mir gerade angeguckt. So, haben wir hier einen Offensiven. Das ist ein Defensivstratege. Er auch nicht. Was haben wir hier für einen? Ich hätte vielleicht vorher gucken sollen. Das ist auch ein Defensivstratege. Und was kommt hier jetzt noch? Alkoholsüchtiger Forscher. Na toll. Haben wir nicht noch einen besseren? Nachschub. Ebenenkampfexperte. Er wär's halt, ne? Dann bringe ich ihn noch hier hoch. So. Gesetz erreicht Debatte. Wunderbar. So. Napoleonische Kriegsführung. Das heißt, wir haben jetzt mobile Artillerie. Das ist auch sehr gut. So, Großbritannien ist raus. Okay, wir sind eh schon in der letzten Phase. Jetzt gucken wir nach Backpulver für unsere ganzen Lebensmittelfabriken. Das muss sich eigentlich ziemlich lohnen, glaube ich. Oh ja, oh ja, oh ja. Zuckerhammer, rein da. Das ist sehr gut. Und da kommt der Krieg. Erstmal dürfte da jetzt wahrscheinlich nichts passieren, weil die stehen komplett auf Defensive. So, hier kommt jetzt unser Angreifer. Ebenenkampfexperte, das sieht hier sehr nach Ebene, obwohl so ebenmäßig sieht es hier gar nicht aus. Naja, egal. Wir werden die ersten Angriffe verlieren, da bin ich mir relativ sicher, weil er eine gute Defensive hat. Ich stelle ihn mal noch auf Angriff. So, zwei. Ja, wir werden die ersten verlieren, das ist aber nicht das Problem. Wir machen das über Masse, wie sich das für einen guten Chinesen gehört. Das war erwartbar, dass wir die ersten verlieren. Wir können natürlich auch, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ah, er hat schon 14 Flotten hier hingestellt. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich auch nicht durchkommen, oder? 12, 18. Ah, hat er gut gemacht. Ah, macht er gut. So, hier rollt der nächste Angriff. So, den gewinnen wir schon. Das sind wir einfach jetzt, also einfach mengenmäßig total überlegen, ne? Man sieht seinen blauen Balken. Die Leute gehen schon raus. Russland beansprucht jetzt diese Ländereien. Genau, das ist erwartbar. Das kommt immer. Das ist schon ganz okay. So, hier kommt die Seeschlacht. Oh, die gewinnen wir aber lustigerweise, die erste. Das ist schon mal gut. Vielleicht können wir sogar landen. Dann bringen wir das Ganze hier mal zu Ende. So, das nehmen wir ein. Hier, oh, hier haben wir es noch gedreht. Das hätte ich gar nicht gedacht. Okay, dann ist er eigentlich schon durch, oder? Er hat kaum mehr Truppen, ne? Also es geht halt rein über die Masse. So, hier ist er auf dem Rückzug. Das ist gut. Das heißt, wir müssten dann hier wahrscheinlich auch gleich landen können, denke ich.
Er zieht sich. Er muss sich noch nicht zurückziehen. Ich muss erst einen Angriff gewinnen. Aber das ist unsere Offensive. Sehr gut. Was ist schwerer Seegang? Oh je, minus 20 auf alles hat er aber auch. Gut, es wäre auch ein bisschen blöd, wenn der schwere Seegang nur für ein Schiff gilt. Ne? Das wäre nicht ganz fair. So, mach ihn mal weg hier. Und dann landen wir da. Weil mit dem Sieg müssten wir ihn, glaube ich, aus dem Knoten gehauen haben, wenn mich nicht alles täuscht. Ist aber schon eine sehr zähe Sache hier, ne? Starker Wind. Okay, die gelten tatsächlich unterschiedlich. Das ist ja frech. Wir haben eine Seeschlacht. Während bei meinem Schiff starker Wind ist, hat das andere Schiff aber keinen Wind. Das ist schon... Ja, gut. So, damit müssten wir ihn aus dem Knoten raus haben. Genau, und jetzt können wir hier landen. Wir müssen tatsächlich einen Kampf führen. Er hat hier tatsächlich noch 11 Bataillone. Wo hat er die denn hergenommen? Hilft ihm aber nichts. Wir landen trotzdem, so wie es aussieht. Sehr gut. Und hier, okay, okay. Ja gut, das müsste schon gewesen sein. Okay, das ging jetzt schneller, als ich gedacht habe. Ich dachte, wir werden da mehr Kämpfe verlieren. Aber damit müssten wir ihn eigentlich haben. So, was fehlt hier? Der Werkzeugfabrik? Fehlt es an... Woran denn? Ach nee, ist nicht die Werkzeugfabrik. Moment, ich habe aber doch gerade dieses Symbol gesehen. Oh nein, jetzt habe ich das wieder. Ach nein. Jetzt habe ich... Seht ihr das? Jetzt kriege ich die Karte nicht mehr zurück. Ich hatte das im Singleplayer auch schon. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Jetzt ist nämlich hier unten der Lebensstandard eingestellt und ich kriege ihn nicht mehr weg. Ich kriege ihn nicht mehr weg. Normalerweise ist hier so ein Feld, dass du das wieder aufheben kannst und das ist nicht da. Ich kriege ihn nicht mehr weg. Ich kann jetzt hier auf Sperre des Kartenbildschirms aufheben, aber der Lebensstandard verschwindet nicht mehr. Wie komme ich denn jetzt hier wieder auf den normalen? Wie kriege ich denn das jetzt wieder zurück? Ne? Ich will mir das jetzt nicht die ganze Zeit so angucken, auch wenn das natürlich praktisch wäre. Wie komme ich wieder in die Karte? Glaubt ihr mir, dass ich es im Singleplayer nicht rausgefunden habe, wie ich da wieder zurückkomme? Wie kann ich wieder die normale Welt sehen? Ich weiß es nicht. Oh, ich will jetzt aber nicht so spielen. Das ist grausig. Man sieht gar nichts mehr, nicht wo gebaut wird. Gesetz erreicht Annahme. Geht nicht mehr, ne? Ich kann zwar auf die Baulinse gehen, dann sehe ich es mal kurzzeitig so. Krieg, Handel. Und sobald ich es wegmache, ist es wieder so. Wie komme ich da wieder zurück? Freunde, wisst ihr was? Das ist mir zu doof. Ich werde mal kurz speichern und neu laden. Damit das weg ist, weil das kann, ich kann es mir nicht angucken. So kann ich nicht spielen, ja. Wenn jemand weiß, ich weiß nicht mal, wie ich da hingekommen bin, dass das so aussieht. Plötzlich ist es so. Plötzlich sieht es so aus und ich weiß nicht, was ich gedrückt habe. Und vor allem nicht, wie ich wieder zurückkomme. Ich werde mal kurz speichern und nochmal laden, weil das geht so nicht. So, wir sind wieder da und es sieht wieder gut aus. Also ich weiß es wirklich nicht, woran es gescheitert ist. So, okay, wir sind hier schon komplett reinmarschiert. Das sieht ziemlich gut aus. Was ist denn die Hauptstadt von den Kollegen? Das ist, Hauptstadt. Hauptsitz. Gyeonggi. Wo ist denn, wo zum Teufel ist Gyeonggi? Ah, hier. Das nehmen wir gerade ein. Na, wunderbar. So, und hier unten landen wir derweil. Landefortschritt 75%. Das heißt, das ist der letzte Angriff. Dann kommen wir auch von der anderen Seite. Perfekt. Das sieht sehr gut aus. Dann ist das hier nämlich erstmal erledigt. So, oh Gott, das Geld. Jetzt müssen wir allmählich wirklich mal gucken, dass wir das eingefangen kriegen. So, das war's. Genau, wir haben gelandet. Die 15 Mann kommen. Die Schiffe können wieder nach Hause. Genau, und jetzt marschieren wir hier rein. Das sieht doch ziemlich gut aus. 30-12, auch den Kampf gewinnen wir. Damit müsste die Hauptstadt dann vollständig besetzt sein. Ja, das passt soweit. Und das letzte Gebiet nehmen wir auch noch ein. Das haben wir ja schon. Da laufen sogar zwei Angriffe jetzt. Die wir eigentlich nicht mehr brauchen, oder? Weil damit ist es jetzt eigentlich besetzt. Jupp.
Genau, jetzt ist nur noch das letzte Fitzelchen hier hinten übrig. Das heißt, ich werde jetzt schon mal anfangen hier. Das ist eine Truppe, die angreift. Ja, das ist aber auch nicht so schlimm. Hier mal ein paar Leute zu demobilisieren. Das kostet nämlich nur einen Haufen Geld. Er führt gerade einen Kampf. Ihn werde ich auch demobilisieren. So, ihr könnt eigentlich gehen. Da passiert nicht mehr viel. Die haben nämlich nichts mehr. Die haben nur noch 7000 Mann. Das ist wirklich nicht mehr viel. Das heißt, ich nehme die mal alle raus. Das reicht. Das reicht. So, ihr zwei macht das jetzt fertig. Und dann ist es auch gut. Das ist ja jetzt zu 50% besetzt. Den Kampf gewinnen wir, dann sind es 75 und dann noch einen. Ich meine, er steht eh schon auf minus 8. Ach so, er nimmt schon an. Ja, gut. So viel dazu. So, und jetzt müssen wir uns um diese Gebiete kümmern. Oh, um Gottes Willen, das könnte jetzt ein bisschen zäh werden. Jetzt müssen wir das erstmal alles inkorporieren. 5 Jahre, das ist alles sehr gut. Die nehmen wir komplett rein. Das wird nämlich steuertechnisch dann deutlich besser. So, und dann kümmern wir uns um die Gebäude. So, hier hat es Glashütten. Die können mit Porzellan arbeiten. Dann haben wir Lebensmittelfabriken. Das ist schon mal gut. Spirituosen sind tatsächlich gar nicht so teuer. Sie haben tatsächlich eine Eisenmine. Die nehmen wir. Viehhöfe sind okay. Reisfelder. Ja, das passt soweit alles. Seide, Tabak. 6 Kasernen, 3 Regierungsverwaltungen. Und 2 Marinebasen. Okay, nächstes Gebiet. Jetzt ist es schon wieder so. Es ist doch eine Katastrophe, oder? Warum ist das denn immer so? Kann mir irgendjemand sagen... Also, ich verstehe es nicht. Wirklich nicht. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich weiß es nicht, was ich falsch mache. Irgendwas treibe ich da. Ich kann aber nicht genau sagen, was. So, das passt soweit alles. Da hat es noch eine Regierungsverwaltung. So, nächstes Gebiet. Fischer, Walfänger, das passt alles. Reisfelder ist gut. Zucker ist halt überhaupt fast gar nichts wert, ne? Dann noch mehr Regierungsgesetzesdebatte erfolgreich. 10% hoch. Okay, wir sind schon bei 51. Das ist sehr gut. Hafen passt. Ja, sehen wir hier durch. Gucken wir uns das nächste Gebiet an. Kunsthochschule weg. Glashütte, das passt. Lebensmittelfabrik, Backpulver. Fischer mit Schiff. Reisfelder passt auch. Regierungsverwaltung, Aktenschränke. Sehr gut. Und das letzte Gebiet. Passt auch. Eine Schiffswerft, das ist gar nicht verkehrt. Fischereianleger ist gut. Walfänger ist gut. Nochmal Reisfelder, das kann man rausnehmen. Und nochmal die Regierungsverwaltung. So. Sehr gut. So, wir spielen jetzt so. Ich habe keine Lust mehr, nochmal zu laden. Müssen wir jetzt durch. Da müssen wir jetzt die letzten 20 Minuten durch. Vielleicht kann mir irgendjemand sagen, wie man das wieder wegkriegt. Ich habe doch nichts gemacht, außer die Gebiete hier, die Gebäude eingestellt. Und dann gehst du hier rein und dann siehst du das und dann gehst du raus und dann ändert sich's nicht mehr, ne? Ich weiß es nicht, ne? Ich weiß es nicht. Es ist halt eine Katastrophe, ne? Wie komme ich zurück auf den... Ich meine, man sieht es ganz klar. Hier steht Lebensstandard. Das ist genau das, was mir hier angezeigt wird. Lebensstandard. Aber wenn ich auf was anderes stellen will, Länder, da ändert sich nichts, ne? Ich sehe immer noch Lebensstandard. Das geht einfach nicht mehr weg. Wenn ich auf Bevölkerung stelle, ich kann hier anschalten, was ich will. Es bleibt immer auf Lebensstandard. Für mich ist das verbuggt. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch wirklich zu dumm. Ja? Und normalerweise, wenn du hier unten was eingestellt hast und es so siehst, gibt es immer diesen Knopf, Sperre aufheben. Und danach ist es wieder normal. Der funktioniert aber nicht. Der funktioniert genauso wenig. Das bleibt einfach so. Ne? Also meiner Meinung nach ist das noch ein Bug. Aber vielleicht bin ich auch einfach zu dumm. Ja, also das kann auch sein. Wenn ihr mir da helfen könnt, immer gerne her.
Weil dieses ständige, ich habe das ja im Singleplayer auch, wenn ich alleine spiele, dieses ständige Laden und Speichern und Laden, damit das wieder passt, das ist schon ein bisschen arg lästig. Ein bisschen arg lästig. Und es sieht fürchterlich aus, ne? Ich finde mich überhaupt nicht zurecht jetzt. Naja. Naja. So, vor allem wenn ich jetzt hier Gebiete anklicke. Okay, ich kann immerhin noch das Land. Okay, Bangkok ist schon britisch, das hat schon eingenommen. Na gut. So, was wollten wir jetzt als nächstes machen? Genau, in die Bauliste gucken. Wir arbeiten ja immer noch am Agrarismus, ne? So, jetzt kommt eine Eisenbahn Nord- und Ostborneo, dann kommt noch eine Goldmine und dann kommen mehr Stahlwerke. Das ist gut. Was sagt der Markt? Lebensmittel sind jetzt ein bisschen besser geworden, aber auch nicht wirklich. Luxusgüter sind teuer, aber es geht. Den Rest haben wir mittlerweile halbwegs im Griff. Kohle geht auch. Das sieht jetzt mittlerweile Werkzeuge, Klamotten, das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Ich werde doch an mehr Lebensmittel arbeiten. Der Vorteil dieser. Oh, jetzt ist es wieder weg. Ja. Wo ist es jetzt hin verschwunden? Ich habe nichts gemacht, außer auf Ningxia zu klicken, weil ich nach den Lebensmittelfabriken gucken wollte. Jetzt ist es wieder weg, ne? Also, ja. So, es fehlt uns hier aber an Infrastruktur. Ja, ich werde auf jeden Fall erstmal noch 6 Regierungsverwaltungen bauen, dann 2 Eisenbahnen und dann die nächsten 10 Lebensmittelfabriken. Das wird unser nächster Auftrag. Ja. Und wir müssen jetzt gucken, also das Geld ist wirklich. Wir zahlen mittlerweile 45.000 Zinsen. Das ist aber ziemlich hässlich, ne? Ich werde jetzt, so leid es mir tut, die Steuern auf Max stellen, damit wir uns entschulden. Ein bisschen. Das ist notwendig. Wie sieht es mit der Kirche aus? Müssen gleich mal gucken. Ah, die Kirche hat nur noch 17%, aber immerhin kriegen wir minus 50% Radikale. Das ist schon okay. Wir müssen uns jetzt ein bisschen entschulden. Das wäre schon gut, glaube ich. Vielleicht werde ich auch die Armee, die ist ja jetzt ziemlich gewachsen auf 513 Bataillone dadurch, dass wir Korea eingenommen haben. Vielleicht werde ich da auch mal ein paar rausschmeißen. Also die 4x Marine behalte ich schon wieder gesetzt. Kann das mal bitte endlich durchgehen? Das wäre wirklich schön. Also die Fregatten behalte ich. Huch, alle. Die schließen sich der anderen Truppe an. Dann sind es 19. Das ist doch ganz okay. So, und jetzt habe ich hier 22 Truppen. Davon werde ich in meine Marine-Invasionsarmee 4 Stück reinstecken. Am besten 4 Lanzenreiter. So, und ich werde in meine Indochina-Armee, da sind nämlich 56 Leute drin. Auch noch 4 reinstecken. So, dann ist die nämlich auch auf 60. Und die restlichen 14 schmeiße ich weg. Die restlichen 14, huch, schmeiße ich weg. Spart uns auch ein bisschen Geld. Weg. General haben sie eh keinen gehabt. Dann kann die ganze Armee weg. So. Dann stehen wir jetzt auf 499 Bataillonen. Warum ist das so krumm? Habe ich, achso, ja, ich habe jetzt 60er. 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480 und 19, ne? Ja, sind 499. Perfekt. Das reicht uns erstmal. Mehr brauchen wir auch nicht. Also mehr wie 500 Bataillone brauchen wir nicht. Wir werden die einfach technologisch aufrüsten. Das reicht. Also ganz ehrlich. Ihr habt nicht fair. Vielleicht werde ich die 500 irgendwann rund machen. Oh, die Dampfmotorenzeit haben wir erfolgreich abgeschlossen. Dank unserer gesunden Investition in die Lokomotivtechnik ist die Herstellung von Dampfmotoren in Xi'an, oh, wie spricht man es jetzt wieder aus? Mit SCH habt ihr gesagt, ne? In Xi'an zu einer gewinnträchtigen Industrie geworden. Diese Motoren kommen bereits überall auf neuen chinesischen Eisenbahnstrecken zum Einsatz.
alles einsteigen, mehr Motoren, mehr Lokomotiven oder Technikfortschritt mit China immer Technikfortschritt. So, wie sieht unsere Innovation aus? Wir sind auf 7968 von 7968, das passt noch. Ja, wir brauchen jetzt dringend den Agrarismus endlich, damit wir unseren Marktgedöns hier in den Griff kriegen. Das ist notwendig. Dringend notwendig, dass das mal besser wird. Wo ist Xi'an nochmal gewesen? Da habe ich doch die Motoren gebaut. Ach, wisst ihr. Oh nein, das schreibt sich irgendwie anders, ne? Oh nein. Oh, das ist so das einzige Problem hier, warte. Ah, da ist so ein Bindestrich drin, na gut. Wo ist denn das? Ah, ich war in der richtigen Region. Ich war in der richtigen Region. So, da stehen drei Motorenwerke. Okay, aber Motoren sind saubillig auf dem Markt. Da braucht man noch nichts tun. Das ist gut. Ja, die innere Mongolei baut gerade Bleiminen. 5 Stück. Was auch in Ordnung ist. Wie sieht es denn jetzt mit Glas aus auf dem Markt? Minus 17, da ist noch nicht so viel zu tun. Ja, es ist so ein bisschen das Problem mit... Ich denke, ich werde mal für ein bisschen... Den Glaspreis können wir vielleicht ein bisschen heben, indem wir... Nicht alle Stadtzentren auf die Marktplätze stellen. Das bringt es halt auch nicht wirklich. Können wir machen. So, da kommt der Wasserrohrkessel. Das ist super. Der gibt uns nämlich die Kondensationspumpe. Das ist genau, was wir gesucht haben. Das werde ich erstmal als allererstes in den Goldminen machen. Zack. So, und dann hängt es davon ab. Wie sieht denn so die Marktpreise aus? Arbeit allein macht nicht glücklich. Die Neigungen von General Tan Zhang behindern ihn in der Ausübung seiner Pflichten als General. Feuern? Oder er ist zu wertvoll? Ja, dann hau mal raus. Tschüss. Ist eh ein gelehrter Beamter gewesen. Muss ich jetzt einen General nachbesetzen irgendwo? Wahrscheinlich schon, oder? Sehen gar nicht. Oh, da ist der Agrarismus. Na, perfekt. Nee, es sieht so aus, als hätten alle Truppen noch genug Generäle. Gut, dann fehlt da einfach erstmal. Und ihr seht, Agrarismus bekommen und die Kohle ist direkt mal um 20.000 hochgesprungen. Was ist mit meiner Bürokratie passiert? Was habe ich? Hilfe? Ich habe keine weitere Institution. Warum hat mich das jetzt so hart getroffen? Ah! Ah? Nee. Warum hat mich das jetzt so hart getroffen? Wo ist die Bürokratie hin verschwunden? Autschi. Das mag... Aha, das ist aber gar nicht gut. Jetzt haben wir ja noch mehr. Jetzt haben wir 1,4 Millionen Steuerverschwendung. Wir hätten noch viel mehr Geld, wenn wir... Oh Gott. Oh Gott. Wir brauchen ganz dringend... Da ist das Bankwesen. Das ist nochmal mehr Geld. Sehr gut. Jetzt können wir uns ein bisschen entschulden. Das ist super. Dann können wir auch die Steuern wieder runternehmen. Also, es kommen als nächstes jetzt die Zentralarchive. 36 Monate. Das sind genau 3 Jahre. Die sind wichtig. Die sind richtig wichtig. Und danach gehen wir in den Ackerbau. Ich glaube, das ist ganz gut. Damit wir hier oben das Ding mal fertig kriegen. Ja. Puh. Wir müssen noch ein paar Regierungsverwaltungen bauen, glaube ich. Was kostet Papier auf dem Markt? Nix. Geheimgesellschaften ist super. Damit kann man immer die Intellektuellen stärken. So, hier wird wieder unsere Waffenindustrie ausgebaut, wenn ich es richtig sehe. Jupp. Und dann kommen schon Regierungsverwaltungen in Ningxia. Und dann werden wir mal gucken. Wo ist die... Ah, das mache ich hier rüber. Regierungsverwaltung. Besteuerungskapazität. Hier ist es doch am schlimmsten. Guck mal. Dann bauen wir hier mal... minus 2400. Da bauen wir mal 18 Regierungsverwaltungen. Hier bauen wir 15... Ups.
Hier bauen wir 15 und hier 8. So. Machen wir erstmal. Das sind erstmal 30, 40, 50. Das sind erstmal genug. Damit müssen wir unsere Bürokratie erstmal wieder im Griff haben. Und dann sollten wir schon mal anfangen, Papierfabriken zu bauen, weil die Zentralarchive dann richtig scheppern werden, was den Papierbedarf angeht. Wo wird Papier heute gebaut? Oh, Stadt der Fülle. Guck mal. Obwohl wir Steuern auf Max haben, bekommen wir hier tolle Events, ne? wo ist die Papier... Wo habe ich die Papierfabriken? Südanhui, wo ist das? Hier innen drin. Da brauchen wir erstmal Eisenbahnen, habe ich gesehen. Infrastruktur im Eimer. Dann kriegt ihr zwei Eisenbahnen. Und danach könnt ihr ja erstmal... neun Papierfabriken bauen. Und die andere war in... in Chongqing. Wo zum Geier ist das? Ah, hier mittendrin. Da können wir auch nochmal 6 Stück reinbauen. So, das machen wir erstmal und dann gucken wir wieder auf den Markt, wie es so läuft, ne? Wer ist mal gut, das war hier drüben noch irgendwas. Ach ja, die wollten wir ja noch einnehmen, ne? Ja. Was kostet uns das? 8 Verrufenheit könnten wir tatsächlich machen. Dann wäre das eingesammelt. Annehmen werden sie es nicht. Da können aber viele mitmachen. Aber keiner irgendwie Lust, sich auf irgendeine Seite zu stellen. Ja, die werden wir auch noch einnehmen. Jetzt entschulden wir uns mal schnell. Das geht ja zügig. Die dritte Flotte hat... Ach, war das ein Admiral, kein General? Das kann natürlich auch sein. Ich nehme jetzt bewusst einen von der Kirche, um die Kirche ein bisschen zu stärken. Das ist nie... Warum haben sich die Flotten eigentlich nicht zusammengeschlossen? Ich habe immer noch 2. Habe ich nicht gesagt? Achso, jetzt habe ich 2 Admiräle. Das ist mir jetzt wieder nicht aufgefallen. Ach, Mist. Hatte ich nicht gesagt, ihr sollt euch einfach komplett zusammenschließen? Jetzt haben sie es gemacht. Naja. Gut. Ja, wir müssen jetzt erstmal unsere Bürokratie wieder in den Griff kriegen. So, und wir haben Autorität frei. Und mit der werden wir jetzt... Wo geht die denn überall hin, meine Autorität? Soziale Durchlässigkeit. Ja, die müssen wir jetzt erstmal wegmachen an diesen Orten. Die brauchen wir hier nämlich gar nicht. Hier brauchen wir sie nicht. Dann haben wir sie wo noch? In Yunnan. Brauchen wir sie ehrlich gesagt auch nicht. Weg. Ich werde damit nämlich jetzt... Chongqing, gucken wir gleich mal. Das ist... ja, da ist auch genug Bildung vorhanden aktuell, nehme ich raus. Wir wollen die Leute natürlich bilden, aber anders. Nicht in diesen Gebieten hier, 1,4 Millionen Bevölkerung, da lohnt sich das nicht so richtig. Ich gucke nur, ob die Qualifikation passt, weil dafür hatten wir es ja mal drin. Das hätte ich schon viel früher machen können, ehrlich gesagt. Und in der Nordmandschurei, oh ja, da waren die Leute ja ziemlich doof, aber da passt es mittlerweile auch, lustigerweise. Genau, so, jetzt habe ich sie überall raus. Jetzt können wir 6 Stück vergeben. Und jetzt gehen wir nämlich über die Pinnwand, die es hier nicht mehr gibt. Die ist jetzt hier drüben. Oh Gott, wo finde ich denn jetzt meine Ländereien? Das ist Politik, das ist Wirtschaft, Diplomatie, Staaten. Genau, hier sehe ich meine Staaten, das sind meine. Und da seht ihr die Menge an Bevölkerung. Also die sind schon sortiert nach Bevölkerungsmenge. Und ich packe die Dinger jetzt in die Ländereien mit den meisten, mit der meisten Bevölkerung, weil da bringt es am meisten. Das ist das Ziel. So. Hau mal hier überall rein. Wieso habe ich jetzt immer noch 100? Ich habe doch das jetzt 6-mal gemacht. Welchen habe ich vergessen? Henan. 4. 5. Dann gehen sogar mehr. 6. Ja. Dann geht nach Shaanxi noch eine. So. Huch. Perfekt. Da kommt das überall rein. Und dann habe ich gesehen, haben wir noch einen Straßenerhalt in Ningxia. Den brauchen wir wahrscheinlich auch nicht mehr. Weil wir hier... Ja, da kommt jetzt Infrastruktur in Form... Ja, noch kann ich ihn nicht rausnehmen. Da habe ich nicht drauf aufgepasst. Aber mit der Eisenbahn müsste der dann verschwinden. Dann passt das. Plus 74.000 jetzt, das steigt. Also das Geld steigt jetzt tatsächlich. Das ist ziemlich gut.
Frankreich holt sich Motoren aus China. Also wir spielen mittlerweile schon ein China wie 2024, ja. Aller Quatsch kommt aus China, ja. Oh, Weltprodukteur für alles. Müsste sich das prestigetechnisch nicht niederschlagen? Oh ja. 391. Guck mal, wo wir überall Nummer 1 Produzent sind. Nummer 1 Produzent für Luxusmöbel, Seide, Schwefel, Hartholz, Glas, Porzellan, Lebensmittel, Kleidung, Möbel, Papier, Obst, Spirituosen, Teezucker, Getreide, Tuch, Holz, Dienstleistungen. Nicht schlecht. Dann Färbemittel, Motoren, immerhin Platz 3. Gold bin ich tatsächlich Platz 2. Erstaunlich, ne? Erstaunlich. Wir haben eine gute Wirtschaft. Wir haben auch die 200 Millionen BIP geknackt. Die Kurve ist gut ansteigend. Gefällt mir sehr gut. Der nächste auf der Welt hat nur 80 Millionen und das ist die East Indie hier nebendran. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. So, hier kommen die letzten Kanonengießereien. In Juzhou. Da müsste es eigentlich ganz gut... Ja, die Waffenfabrik ist tatsächlich schon voll besetzt. Waffen haben jetzt auch... Sind immer noch teuer. Das ist ja der Wahnsinn. So, und die Kanonengießereien. Da wird keiner angestellt, weil Kanonen nichts wert sind. Habe ich nicht vorhin... Ah, ich habe Handelsrouten, oder? Nö, habe ich nicht. So, ich kriege immer noch Werkzeuge und Kohle aus anderen Ländern. Das würde ich gerne noch loswerden. Selber produzieren ist besser. Viel besser. Kohle müssten wir eigentlich hinkriegen mit der Kondensationspumpe. Ich guck mal. Kohle steht auf plus 12. So, jetzt passt mal auf. Jetzt passt mal auf. Kohle, zack. Das müsste jetzt einmal ordentlich gescheppert haben. Kohle ist damit... Wo ist sie hin verschwunden? Auf minus 2. Sehr gut. Und damit müsste jetzt die Handelsroute eigentlich auch... Ja, die geht auch schon nach unten. Die und war auch schon negativ. Die schmeiße ich jetzt direkt weg. Komplett. So. So, jetzt gehe ich mal hin und setze die Steuern eine Stufe runter. Wir waren auf fast 100.000. Kann ich jetzt wieder ein bisschen runtersetzen. Zum Entschulden. Ja, wir haben immer noch 5 Millionen Kredit. Zahlen aber nur noch 26.000 Zinsen. Das ist okay. Das ist ein bisschen besser geworden. Können wir wieder eine Stufe runter, dann ist schon nicht mehr so schlimm. So, hier wird nämlich inkooperiert. Die werden auch immer mehr Steuern zahlen in den nächsten 3 Jahren. Auch das wird uns geldtechnisch voranbringen. Ich glaube, das haben wir jetzt ein bisschen eingefangen. Und wir sind ja immerhin auf dem Weg zu den Zentralarchiven, was uns auch helfen wird. So, beim Militär verbreiten sich die Reservisten. Die braucht kein Mensch, ja. Ich kann so viel gar nicht einberufen, wie ich jetzt schon ausbilden könnte. Innovation jetzt immerhin auf 80. Die müsste jetzt ein bisschen schneller steigen durch diese ganzen Durchlässigkeitskampagnen. Genau, bei der Gesellschaft verbreitet sich die Kolonisierung. Das ist gut. Dann sind wir da oben nämlich mal fertig. Dann geht das Zeug hier unten nämlich schneller. Die Zentralbanken wären nämlich das nächste, was ich gerne hätte. Und die Oh ja, wir brauchen dann die Kompanie. Unbedingt für die Technikverbreitung. Nach dem Acker brauchen wir... Ja, Düngemittel und Sprengstoffwerke wäre schon schön. Dann können wir nämlich unsere Felder umstellen. Was wir gar nicht so dringend brauchen, aber geht schon. Ja, wie sieht's mit Eisen und Schwefel aus? Wir haben ja die Kondensationspumpe. Ist nichts wert, ne? Eisen plus 2. Ja, Schwefel ist gar nichts wert. Also meine Eisenminen jetzt umstellen zu wollen, das heißt sogar, ja, 900 Eisen. Warum nicht? Mehr Kohle, mehr Werkzeuge, rein da. Rein da! Das kriegen wir schon sortiert, da mache ich mir keine Sorgen. Jetzt sind wahrscheinlich Werkzeuge richtig teuer, ne? Es geht. Plus 18. Kohle wieder plus 19. Das heißt, wir werden danach Werkzeug- und Kohleminen bauen wieder. Ja. Habe ich die Werkzeugfabriken schon alle umgestellt auf Stahl? Auch nicht, ne? Stahlwerkzeuge. Zack! Die Glashütten haben wir gesagt, wollen wir Waldglas lassen. Erstmal. So. Dann ist jetzt wahrscheinlich... Müssen wir mal gucken. Ist jetzt eher Stahl teuer geworden. Ja. Werkzeuge sind jetzt bei plus 12 runter. Jetzt ist Stahl bei plus 20. Okay.
Das heißt, ich werde hier mal den intensiven Ackerbau rausschmeißen. Wir nehmen direkt die Kompanie. Und das dauert noch zu lang, das Siemens-Martin-Verfahren. Ja. Ja, wir müssen den Ackerbau reinnehmen. Aber dann halt nach der Handelskompanie. Damit es da vorangeht. So, ich denke, das sieht ganz gut aus. Wir können, wenn wir entschuldet sind und die Steuern wieder runtergestellt haben, mal gucken, wie es aussieht. Und dann könnten wir wahrscheinlich wieder mehr Bausektoren bauen. Das sieht aktuell eigentlich ziemlich gut aus. Mit der East Indy stehen wir mittlerweile auf plus 35. Auch mit den Briten wird es jetzt allmählich positiv. Das ist gut. Und dann hätte ich natürlich schon große Lust, den Japaner einzunehmen. Ich sag's, wie es ist, ne? Oh, das sind schöne Ländereien. Nicht, dass wir es bräuchten, ne? Aber einfach, weil wir es können. Aber alles in allem, ja, bevor wir irgendjemand einnehmen noch, wäre es halt schon gut, wenn wir mal den Anerkennungskrieg machen würden, ne? Aber wir kriegen auch nichts mit auf der Welt. Also da passiert nicht viel hier drüben. Wir haben hier ja Interessen reingelegt. Ich pack mal noch einen nach Polen. Irgendwann muss doch da mal eine deutsche Führung starten, oder? Der Preuße kommt nicht so richtig voran. Wir sind 1858 und da geht gar nichts, ne? Ich warte auf einen Krieg hier. Wer sind denn die Großmächte? Britannien, Österreich, Frankreich, Russland und Preußen. Mehr hat's nicht, ne? Ah. Prestigetechnisch rangieren wir auf Platz 2. Aber es ist halt gegen wen? Der Russe wäre halt noch der Erste, gegen den wir den Krieg führen könnten. Aber das ist halt unser treuster Verbündeter, ne? Ist halt ein bisschen schade. Vielleicht mache ich es auch wieder gegen den Briten. Ich sag's, wie es ist. Ich habe nämlich nochmal nachgeguckt. Es gab jetzt unterschiedliche Meldungen. Also irgendjemand hatte gesagt, man muss die Hauptstadt haben für den Anerkennungskrieg. Jemand anders hat gesagt, brauchst du nicht, reicht einfach nur ein bisschen Land. Ich habe jetzt nochmal gegoogelt und mir ein paar YouTube-Videos angeguckt. Da war leider keins von 1.6 dabei. Aber bei den vorherigen Versionen hat tatsächlich ein Stückchen Land gereicht. Und beim Briten kann ich mir ja einfach wieder hier unten Guyana holen und das Zeug hier hinten und Kanada. Und was will er machen? Er muss dann irgendwo landen hier, ne? Oder er kommt halt über die East Indy, aber vielleicht können wir ihn aufhalten, ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Aber ich sehe gerade, geldtechnisch läuft es jetzt. Wir waren doch gerade, nachdem ich die Steuern runtergesetzt habe, auf 30.000. Jetzt sind wir schon wieder auf 72.000. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Ja. Mein Preußen ist auch eine Großmacht. Preußen wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber die haben nirgends was, was wir leicht besetzen können, ne? Der Brite schon eher. Beim Briten kannst du hier in Kenia was holen, du kannst hier was holen in Westafrika, du kannst hier in Südamerika was holen, in Kanada. Das ist überhaupt kein Problem. Da gehen wieder meine heroischen 15 oder mittlerweile heroischen 19, reisen wieder mit ihren Schiffchen um die Welt und nehmen alles ein und ich muss halt einfach den Briten aufhalten. Ich sag's, wie es ist. Ich glaube, gegen den Briten haben wir die besten Chancen, ne? Beim Österreicher kannst du dir nichts irgendwo holen. Beim Preußen auch nicht. Beim Russen musst du auch direkt einmarschieren. Und musst gegen seine volle Streitmacht Landgewinne machen. Das ist nicht einfach. Bis unmöglich. Es ist nur Frankreich und Großbritannien, die diese ganzen Exklaven haben auf der Welt, wo man sich was holen kann. Und dann einfach hofft, dass sie schneller ticken als man selber. Also ich tendiere tatsächlich wieder zum Briten. Vielleicht sollten wir das mal angehen. Dazu müssten wir die Armee aber ein bisschen umbauen. Also ich will nicht zwingend mehr haben als 500 Bataillone. Aber was ich haben will, ist mehr Infanterie. Artillerie. Weil die Truppen bestehen aktuell alle nur aus Linieninfanterie. Und die würde ich gerne umstrukturieren. Und in dem Fall hier jetzt zum Beispiel, hier jetzt 40 Infanterie und 20 Kavallerie. Hier in dem Fall einfach 10 Infanterie rausschmeißen und dafür 10 Artillerie rein. Ne? Und so die Armeen mal durchgehen. Hier hat es 50-10.
Da kann ich locker 20 Infanterie rausschmeißen und dafür 20 Artillerie reinholen. Das würde schon einen ordentlichen Boost geben, ne? Vielleicht bauen wir in der nächsten Folge unsere Armee um und machen dann den Anerkennungskrieg gegen Großbritannien. Außer ihr schreit jetzt alle, bist du wahnsinnig, das kannst du nicht machen, danach sind wir tot. Das könnte natürlich auch passieren. Aber wir haben uns ja jetzt wieder fast entschuldet. Das sieht schon ganz gut aus. Finanziell kriegen wir es jetzt wieder gerettet. Also selbst wenn ich die Steuern runterstelle, ja, das, wenn wir die Zinsen los sind, kann ich die Steuern wieder auf normal stellen, dann passt es wieder. Und ja, alles in allem sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Burma holt, bringt uns Opium, das ist in Ordnung, können sie gerne machen. Wir bauen jetzt unsere ganzen Regierungsverwaltungen hier. Drei Seiten mit Regierungsverwaltungen. Und danach die Papierfabriken. Das sieht gut aus. Wo sind die Industriellen mittlerweile? 4,7! Sie sind fast da. Die Industriellen sind fast da. Vielleicht kriegen wir dann den Switch hin auf Interventionismus. Das wird dann natürlich dafür sorgen, dass wir explodieren. Das wäre natürlich mega gut. Das müssen wir mal beobachten. Aber die Industriellen haben es fast geschafft. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bin gespannt, was ihr sagt. Machen wir es gegen den Briten oder machen wir es gegen den Franzosen? Ich glaube, das sind die einzigen beiden Möglichkeiten, die wir haben. Und ansonsten, wenn jemand weiß, wie ich diese Lebensstandard-Dingsda-Sache wieder wegkriege oder wo die herkommt, oder wenn das Problem überhaupt jemand hat, außer mir, sagt mal Bescheid, weil es nervt. Ein kleines bisschen nervt's. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.